Hallo und herzlich willkommen zu einem Wettervideo hier bei wetter.net. Ja, das Sturmtief Kirsten hat mittlerweile Deutschland erreicht und es gab sogar schon die ersten Orkanböen. In den höheren Lagen, auf dem Brocken im Harz, da wurden bis zu 130 Kilometer pro Stunde gemessen. Auch auf dem Weinbiet im Pfälzerwald, da gab es bereits Spitzenböen bis zu 100 Kilometer pro Stunde, ebenso auf dem Feldberg im Schwarzwald. Und auch in den Niederungen Richtung Aachen und Wuppertal gab es bereits erste Sturmböen über 80 Kilometer pro Stunde. Und jetzt zum Mittag und Nachmittag wird sich das Sturmfeld weiter ausbreiten über die Mitte in den Osten Deutschlands. Auch dort erwarten wir teilweise bis zu 80, 85 Kilometer pro Stunde, in den höheren Lagen auch noch etwas darüber. Und da die Bäume noch dicht belaubt sind, da müssen wir natürlich mit abgebrochenen Ästen rechnen, mit umgestürzten Bäumen. Denn dieses dichte Laubkleid, das bietet eine gute Angriffsfläche für den Wind und die Bäume sind auch geschwächt, denn wir erleben aktuell den dritten zu trockenen Sommer in Folge und die Bäume sind wirklich stark geschwächt und dann gibt es verbreitet auch noch den Borkenkäfer, der hat die Wälder noch mehr geschwächt und deswegen kann der Wind direkt angreifen und es besteht die Gefahr, dass Bäume umstürzen und eben auch Straßenverbindungen und Bahnverbindungen unterbrochen werden. Ja, die Wetterlage, die wird sich noch bis zum Abend fortsetzen. Erst dann legt sich der Wind langsam und die Temperaturen, die sinken dann heute Abend so auf Werte von knapp unter 20 Grad. Ja, und das werden dann auch vielfach die Höchstwerte sein in den kommenden Tagen. Vor allen Dingen am Wochenende wird es dann nochmal deutlich frischer sein. Die Temperaturen am Tag meist um 20 Grad, teilweise auch darunter. Und es gibt sogar den ersten Schnee, richtig gehört. Aber den eben nur in den höheren Lagen der Alpen. Denn in den Alpen, da gibt es einen Wettersturz und teilweise kann es dann auch mal Schneeflocken bis auf 1500 Meter herabgeben. Also wer am Wochenende in den Alpen unterwegs ist, der sollte unbedingt auf Winterausrüstung achten, denn hier und da können die Alpenpässe auch mal schneebedeckt sein. Wie geht's nächste Woche weiter? Nun insgesamt ist dann wohl auch Schnee in den höheren Lagen kein Thema mehr. Es bleibt zwar durchwachsen, wird aber besonders wieder zum 1. September-Wochenende wohl etwas wärmer werden. Ein Hauch von Spätsommer deutet sich zum 1. September-Wochenende an und die Temperaturen könnten dann wieder auf über 25 Grad ansteigen. Wir sehen also, der Spätsommer, er kommt wohl doch noch zu uns nach Deutschland und der Winter wird sich sehr wahrscheinlich noch etwas Zeit lassen. Ja, das war's vom Wetter hier bei wetter.net. Mein Name ist Dominik Jung, ich bin Diplom-Meteorologe bei wetter.net. Und wenn euch unser Wettervideo gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und denkt dran, bitte abonniert auf unseren Wetterkanal wetter.net auf YouTube. Tschüss und noch einen schönen Mittwoch, kommt gut durch den Sturm.